Leute, wann kommt Shining Fates? Warum ist der Shop so leer? Und was wird Shining Fates kosten? Wie viel kriegt ihr von Shining Fates? Herzlich willkommen. Wir müssen wirklich mal reden. Das ist jetzt keine normale News-Folge, sondern eher so ein kleines Kommentarvideo, kann man jetzt einfach mal sagen, weil im Moment ist einfach alles viel zu krank. Es ist einfach wirklich bescheuert, muss man einfach sagen, was im Moment abgeht mit Pokémon, mit den Lieferungen, mit allem, was drumherum passiert. Deswegen, wie gesagt, ein kleines Kommentarvideo, um euch mal ein bisschen zu erzählen, was im Moment abgeht, um auch ein bisschen unsere Sicht darauf ein bisschen, euch näher zu bringen quasi. Weil jetzt am Freitag soll ja Shining Fates bzw. nicht verborgenes Schicksal, glänzendes Schicksal rauskommen und es wird eine absolute Vollkatastrophe. Erstmal, warum ist der Shop im Moment so leer? Ihr habt es ja die ganze Zeit schon mitbekommen oder wir haben es jetzt in diversen Streams, Videos, Instagram und so schon die ganze Zeit gesagt. Aktuell kommt keine Ware richtig nach. Die ganzen Sachen werden ja in Amerika produziert und wir müssen die Sachen quasi über einen Distributor in Deutschland beziehen und der holt die Sachen quasi von Amerika nach Deutschland. Aktuell ist es so, dass die Container, was weiß ich, wo hängen und man kaum Containerplätze kriegt. Das heißt, deswegen werden Sachen verschoben. Wie zum Beispiel Verborgenes Schicksal hätte ja eigentlich schon jetzt im Januar kommen sollen. Irgendwie Farbenschock Reprint hätte jetzt auch schon kommen sollen, Restocks. Alles mögliche hätte kommen sollen. Kommt aber nicht, weil keine Plätze da sind. Beziehungsweise die warten, dass endlich Container frei werden. Deswegen ist der Markt aktuell so leer und deswegen auch sind die Sachen so teuer, weil du kriegst halt einfach im Moment nichts mehr. Das ist auch die Frage, warum sind wir so teuer? Weil wir auch irgendwie überleben müssen. Es ist wirklich, wirklich, wirklich wenig Ware, was im Moment da ist. Einfach nur, beziehungsweise auf den Punkt gesehen, dass wir einfach nochmal kurz über Preise reden, warum wir teurer sind. Wir sind quasi ja in einem Markt, das ist ja ganz logisch. Angebot ist hier, Nachfrage ist hier, dann werden die Preise auch einfach irgendwo ein bisschen teurer. Und man muss einfach dazu denken, wir und natürlich unsere ganzen Händlerkollegen, die genau dasselbe machen, das dürft ihr auch nicht vergessen, wir sind nicht die Einzigen, die da leider mitziehen müssen irgendwo. Die müssen ihren Lohn bezahlen, die müssen Mitarbeiter bezahlen, die müssen Strom, Miete etc. pp. Selber auch alles bezahlen. Wir haben jetzt auch ab März einen Mitarbeiter und wir müssen das auch irgendwie bezahlen. Und ich sag mal so, wenn wir keine Ware haben, mit der wir das machen können, können wir halt kein Geld verdienen, um das zu schaffen. Das ist halt leider so. Das ist unser Hobby, aber jetzt leider eben auch unser Beruf geworden und deswegen müssen wir eben auch Rechnungen, Mitarbeiter und so bezahlen. Das ist auch eine große Verantwortung für uns. Deswegen, zumindest mal das, ich glaube, ihr versteht das. Nur generell, dass ihr versteht, warum das so, wenn es so ist. Genau. Deswegen, auch wenn wir euch sagen oder ihr fragt, hey, wann kommt das wieder nach? Wann kommt Farbenschock? Wann kommt Verborgenes Schicksal? Wann kommt dies? Wann kommt jenes? Wir wissen es nicht. So dumm, wie es sich anhört und so wenig, wie ihr uns es glaubt, wir wissen es wirklich nicht. Wir kriegen nicht richtige Infos. Meistens ist es so, die Sachen stehen vor unserer Tür oder wir kriegen von unserem Händler eine Nachricht so, hey, die Sachen, das und das ist da gekommen, wir schicken jetzt 10% davon raus, weil wir nur 10% davon gekriegt haben. So läuft das im Moment ab. Deswegen seid uns bitte nicht böse, wenn wir auf solche Fragen nicht mehr antworten oder aktuell nicht antworten, wann was irgendwie wiederkommt, weil wir wissen es eben selber nicht. Es nervt, wir können es leider nicht ändern. Genau, so viel zumindest mal zu dem Thema. Wie gesagt, aktuell, die Lage ist für uns auch sehr angespannt und auch einfach nicht schön, muss man ganz ehrlich so sagen. Ist auch ein Grund, warum wir jetzt mal die Freitagsstreams pausiert haben, die Leute, die da waren. Wie gesagt, wir machen ja eigentlich immer Streams, wo ihr dann im Shop quasi kaufen könnt on Stream und dann machen wir es für euch auf. Das ist aktuell nicht möglich, weil halt quasi nichts da ist. Deswegen ist es halt einfach ein bisschen schwierig im Moment. Genau, so wie auf jeden Fall mal zu dem Punkt, warum sind die Sachen so teuer, warum kommt nichts nach. Kommen wir jetzt mal zu glänzendes Schicksal. Wie gesagt, wir haben ja schon vorher gesagt, die englischen Sachen verzögern sich. Die englischen Sachen werden wahrscheinlich erst Ende Februar irgendwann eintreffen. Auch stark gekürzt wahrscheinlich. Wir wissen noch nicht ganz genau. Wir haben bei ein paar Stellen bestellt. Wir warten einfach mal. Wir sind gespannt, wann die Sachen kommen. Es wird wirklich spaßig, glaube ich. Ja, zu den deutschen Sachen. Wie gesagt, 19.02. ist ja Release-Tag von dem Set. Es sollen eigentlich kommen ETBs, die Pinboxen, die Tinboxen sollen kommen und diese Pikachu V-Box. Also ein bisschen was, womit man eigentlich arbeiten könnte. So, jetzt wurde vorher schon gesagt, dass stark zugeteilt wird. Die meisten Händler haben, zumindest mal zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade jetzt hier aufnehme, immer noch keine Information darüber, was jetzt genau kommen wird. Und ich denke mal, auch am heutigen Tag, es wird wahrscheinlich am Mittwoch kommen, das Video, wenn quasi jetzt Freitag die Sachen rauskommen, werden wahrscheinlich die ersten Waren ankommen und ich denke mal, es wird nicht besser als der Stand jetzt. Das würde mich sehr, sehr wundern. So, der Stand ist jetzt auf jeden Fall mal bei den ETBs, beziehungsweise ihr müsst verstehen, wie gesagt, ich versuche euch das so sehr verständlich zu machen, dass es jeder verstehen kann irgendwo. Wir bestellen bei unserem Händler, bei mehreren Händlern natürlich, weil es macht keinen Sinn mehr bei einem nur zu bestellen
und du gibst eine Bestellmenge ab. Mittlerweile oder aktuell ist es so, dass du dann gekürzt wirst. Und aktuell oder die Info, zumindest mal bei den TBs, ich denke mal bei den anderen Produkten ist so, dass wir von unserer bestellten Menge 10% kriegen. Das heißt 10%, einfach mal aus der Luft gegriffen, wir haben 1000 ETBs bestellt, wie gesagt einfach nur zur Verständlichkeit, und bekommen davon 100 Stück. Diese 100 Stück, also wir sind jetzt hier, das haben wir bestellt, wir bekommen so viel. Diese 100 Stück kommen in drei Auslieferungen. Eine kommt jetzt für Freitag, eine kommt im März, andere kommt im April. Das heißt, ihr merkt schon, die Sachen kommen vielleicht ein bisschen über die Zeit jetzt so gesehen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, was ich jetzt schon mal direkt am Anfang sagen könnte. Leute, wartet auf die Sachen. Hidden Fates hat einen Reprint bekommen, einen Reprint vom Reprint. Das wird mit glänzendem Schicksal genauso passieren und die Restocks kommen. Deswegen, keine Panik. 100 Stück zugeteilt. Die kommen in drei Wellen. Erste Welle 10%, die andere 40%, die andere 50%. Das heißt, wir haben 1000 ATBs bestellt, 100 Stück kommen. 100 Stück, 10% sind 10. Ihr merkt es vielleicht, ne? Von 1010 am Erstverkaufstag. Was will man damit machen? Bei den anderen Produkten sieht es nicht besser aus. Die Pinboxen sollen angeblich noch ganz okay aussehen. Ich glaube persönlich nicht wirklich daran, aber die werden auch stark zugeteilt. Wie gesagt, von den 10% muss man einfach im Moment ausgehen. Pikachu V-Box genauso, 10%, wahrscheinlich in zwei Lieferungen. Bei den Tinboxen noch viel besser. Es gibt ja, sag ich mal, diese Dreier-Displays. Ihr kennt die ja vielleicht, dass drei verschiedene Tinboxen, drei Stück in so einem Display drinnen sind. Und die gibt es als einzelnes Case, als einzelne. Die erste Lieferung, Auslieferung wird so sein, dass die ganzen Fachhändler, die diese Displays, die sind ja eigentlich nur für Ladengeschäfte gemacht, die ja aktuell auch zu haben wegen Lockdown und so, die werden ausgeliefert, ein paar davon. Die ganzen Cases, die haben es noch nicht zu uns geschafft. Das heißt, wir werden wahrscheinlich am Freitag keine Tins haben, weil wir bekommen nur die Cases. Die kommen irgendwann nach, im März wahrscheinlich irgendwann. Irgendwie so. Und ja, jetzt ist die Frage, was machen wir? Ich habe ja gesagt, wir haben ja irgendwo kalkuliert, wir müssen Mitarbeiter bezahlen, wir müssen Miete bezahlen, etc. pp. Wir wollen ja eigentlich auch selber was für uns aufmachen, ne? Weil wir auch Spaß dran haben, weil wir uns ja freuen auf das Set. Ich meine hier, wir haben Chinese Savi aufgemacht, ist toll, macht Spaß, aber wir wollen ja auch irgendwo die deutschen Karten aufmachen, auch für euch, weil YouTube ist ja unser Hobby. Das ist ja alles aus dem Hobby raus entstanden und das ist schwierig. So, jetzt ist wie gesagt die Frage, ihr merkt es ja selber, wir haben... Ich weiß nicht, wie oft wir die Frage kriegen, ihr kennt es ja im Moment aktuell. Es sind tausende Leute, die sich auf diese Boxen draufstürzen. Und das ist ja nicht mal gelogen. Es sind wirklich tausende Leute, die diese Boxen kaufen wollen. Was sollen wir da mit 10 Boxen machen? Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, ihr merkt, glaube ich, auch unsere Verzweiflung, weil Dennis ist jetzt gerade nicht da. Ich rede jetzt gerade für Dennis und mich. Es ist wirklich schwierig für uns, weil wir euch enttäuschen müssen. Es geht nicht anders, aber uns sind halt einfach die Hände gebunden. Wir können nichts machen. Deswegen wird es wahrscheinlich so sein, dass die Produkte bei uns am Release auch einfach überteuert sein werden. Was uns leid tut. Wie gesagt, macht uns auch keinen Spaß, aber was sollen wir machen? Wir haben 10 ETBs, wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, wie fehlen so ein bisschen die Worte, muss ich sagen, wenn ich darüber rede. Und ich bin auch ein bisschen enttäuscht, weil es macht wirklich keinen Spaß. Es macht wirklich keinen Spaß. Und das ist so großartig das, was ich sagen muss. Beziehungsweise wir müssen euch leider für den Shining Fates Release einfach enttäuschen. Es wird nicht anders gehen. Und ich sage es euch auch direkt, wir werden wahrscheinlich auch ein paar Sachen aufmachen für uns, weil es einfach unser Hobby ist. Und alle Leute, die dann sagen oder die dann Videos oder in die Kommentare schreiben werden, hey, warum macht ihr das auf? Ich finde es scheiße, dass ihr es aufmacht, verkauft es doch. Ob wir jetzt zum Beispiel 9 oder 10 ETBs verkaufen. Ob wir jetzt, wenn wir 100 Boxen kriegen, ob wir jetzt 100 Boxen oder 80 Boxen verkaufen, das sind Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist einfach so. Das haben wir bei Weg des Champs gesehen. Das wird bei dem Set noch viel schlimmer sein. Das macht keinen Unterschied, ob wir die Sachen aufmachen oder nicht. Ihr seid trotzdem, beziehungsweise die meisten Leute werden trotzdem abgefuckt sein. Es ist einfach so. Deswegen werden wir auch selber was für uns aufmachen, weil ich sag mal so, wir wollen selber halt einfach auch was davon aufmachen, genauso wie ihr. Und ich würde sagen, das kann man uns auch irgendwo nicht verbieten. Wir werden jetzt kein 1000er Opening machen, wir werden versuchen 100er Opening zu machen, wenn es irgendwie geht. Aber ansonsten werden wir von jeder Box ein, zwei aufmachen und der Rest geht halt an euch, der wird verkauft. Ganz klar. So, ja, genau. Das auf jeden Fall mal zu dem Punkt. Wie gesagt, wir müssen wirklich sagen, es tut uns leid. Es tut uns wirklich leid. Aber es geht nicht anders, beziehungsweise wir wissen wirklich nicht, was wir im Moment sonst machen sollen. Es ist eine absolute Vollkatastrophe, wie schon gesagt. Es wird witzig, wenn ihr irgendwo in anderen Shops was findet,
kauft es euch. Vielleicht sogar bei Müller oder irgendwie der Laden um die Ecke nach dem Lockdown wird die Sachen, denke ich mal, wieder haben oder zwei, drei Sachen stehen haben, dann kauft ihr euch da auf jeden Fall. Ansonsten, wie gesagt, wartet auf jeden Fall auf Restocks. Weg des Champs kam ja auch am Anfang so wenig und war dann nachher so viel. Wir hatten noch bis vor 3 Wochen hatten wir noch Weg des Champs Produkte da gehabt, weil wir bei einem Restock bei einem Händler ziemlich gut einkaufen konnten. Der hat irgendwie ziemlich viel gekriegt. Ich denke mal, bei Glänzendes Schicksal wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein, aber da werden auch Produkte nachkommen. Deswegen ganz wichtig, Leute, wenn ihr auf die Produkte warten könnt, wartet. Es macht nicht wahnsinnig viel Sinn. Ja, das auf jeden Fall mal zu dem Thema. Wie gesagt, wir sind gespannt. Freitag sollen die Produkte offiziell released sein, sage ich jetzt einfach mal. Es können sich natürlich noch viel ändern. Checkt, wie gesagt, sehr gerne Instagram ab. Wir wissen noch nicht, wann die Sachen genau in den Shop kommen. Wir wissen ja nicht, wie viel es kommt. Wie gesagt, wir wissen noch nicht die genauen Preise. Also bitte fragt uns nicht permanent danach. Ich kann es wirklich verstehen, aber unser Instagram-Postfach, unser Mail-Postfach läuft einfach wirklich über mit den ganzen Fragen dazu. Und ja, deswegen, wie gesagt, wir sind alle sehr, sehr gespannt. Wir wissen nicht, was passiert. Dennis und ich tut es, wie gesagt, wahnsinnig leid. Es macht wirklich keinen Spaß. Das, was aktuell passiert, ist nicht der Grund, warum wir den Shop aufgemacht haben. Auf den YouTube-Kanal basierend, auf unser Hobby. Wir wollten wirklich einfach, oder das war so das, was uns am meisten Spaß gemacht hat, wo wir angefangen haben. Man hat gesehen, man hat euch glücklich gemacht mit den Produkten. Ihr habt die Sachen bei uns kaufen können und wart einfach happy, sage ich mal so. Und das ist halt aktuell nicht der Fall. Und das, wie gesagt, das tut uns weh und das tut uns leid, weil wenn wir irgendwie großes Geld verdienen wollen würden, einfach nur, wenn es uns nur darum gehen würde, dann würden wir, keine Ahnung, würde ich Immobilien verkaufen oder so. Und nicht Pokémon-Karten. Ja, wie gesagt. Ich denke mal, das war jetzt zumindest mal das zu dem Video. Wie gesagt, es war mir persönlich jetzt sehr, sehr wichtig, euch das einfach mal zu erzählen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, stellt gerne in die Kommentare. Wir versuchen, darauf einzugehen. Wir werden sehen, was kommt. Wir werden sehen, was nicht kommt. Wie gesagt, ich habe die Hoffnung, dass von dem englischen Zeug viel kommt. Ich hoffe einfach, dass wirklich von dem englischen Zeug viel kommt. Wie gesagt, die deutschen Sachen werden ein bisschen in April rein. Ich glaube, im März werden wir safe noch Lieferungen von Glänzendes Schicksal kriegen. Also, wie gesagt, seid da ein bisschen entspannt. Corona ist im Moment einfach wirklich schwierig. Es ist wirklich, man muss sagen, es ist wirklich einfach Corona geschuldet. Wir müssen da im Moment alle durch. Wir schaffen das, denke ich mal, auf jeden Fall. Und ja, an der Stelle würde ich dann sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr irgendwie eine Bewertung, einen Kommentar da lasst. Und ja, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Vielleicht ein bisschen glücklicher und ein bisschen mehr Spaß. Und dann, ja, bis dann, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.